Willkommen zurück beim Wutz und beim Dick. Wer bist du? Ich bin Dick Wutz und werde jetzt hier richtig loslegen. Ach ja, Master of Orion 2 heißt das Spiel. Wir führen Krieg gegen die Daloks. Muss vielleicht erwähnt werden, denn bisher haben nur sie Krieg gegen uns geführt. Ja. Die Speer haben die eigentlich auch was an Bord an Waffen? Ja, irgendwie so eine blöde Laserkanone, mit der man nichts trifft. Soll ich jetzt einfach mal rüberfliegen und die angreifen? Kannst du tun, du könntest aber auch erstmal deine Schiffe mit, du hast ja jetzt inzwischen Schutzschild Klasse 1, habe ich vergessen zu erwähnen, dass Schiffe nicht automatisch immer mit den neuesten Schutzschilden ausgestattet sind, das heißt, du müsstest sie nochmal nachrüsten. Ach so, aber das kann ich einfach mal, und dann wird das draufgesetzt automatisch. Ja, du gehst in eine Kolonie rein, ja. Also da in Osa, sagst nochmal Design und wählst nochmal die entsprechenden Schiffe aus, also einmal Wutz. Und wenn du jetzt sagst, Build, achso, das kannst du nicht, weil der Schutzschild ein bisschen mehr Platz in Anspruch nimmt. Ja, wie habe ich das denn gemacht? Wieso ist der Platz hier? Ja, wie gesagt, jetzt kommt da noch der Schutzschild dazu, das bedeutet... Ja, aber ich habe jetzt minus 5 schon. Ja, dadurch, dass jetzt eben der Schutzschild schon oben rechts, siehst du es in dem Fenster, jetzt schon dabei ist. Ah, jetzt geht das gar nicht. Du musst es bloß dadurch bestätigen, dass du nochmal auf den Designbildschirm gehst. Ah ja, okay. Hm. Ja, eins müsstest du jetzt rausnehmen. Ja. Ist der Schutzschild denn wirklich besser als... ich guck mal bei Dick, ob das automatisch geht. Auch da ist der jetzt automatisch drin und du müsstest eben jetzt irgendwie an Waffen, meinetwegen an Atombomben oder sowas reduzieren, damit... Aber es reicht ja leider nicht. Nee, reicht nicht. Das heißt, du müsstest dann eben noch zum Beispiel den ELOC-M-Störsender dann rausnehmen oder sowas. Und dann... Jo. Ja. Dann hättest du das eben wieder aufgefüllt und beim Wutz müsstest du das eben entsprechend nochmal machen. Ja, das sind dann so die Opfer, aber so ein Schild ist eben schon relativ nützlich. Das glaube ich dir. Und deswegen nehme ich jetzt auch nie eine Atombombe mit. Gut. So, jetzt ist der Wutz, der dann noch in der Produktionsliste ist, ist aber noch eine alte Bauart. Das heißt, du müsstest erstmal einen 9 in die Liste reinpacken. Nee, lass es. Erstmal einen 9 in die Liste packen. Und jetzt den, der oben steht. Moment. Nee, der unten steht, den musst du löschen. Ah, der untere ist auch der neuere. Nee, der untere ist der mit keinem Schild. Du musst oben rechts gucken bei den Spezifika. Nein, der untere ist der mit dem Schild. Okay, nimm den ohne Schild weg. Ja. So, dann, der war ja schon ein bisschen vorangetrieben, der Bau und so. Jetzt hast du keine Produktion dadurch eingebüßt, dass du deren Plätze getauscht hast. Hättest du den aus der Liste rausgelöscht, dann wäre die Produktion zum Teufel gegangen. Okay. Und deswegen habe ich dich gestoppt. Und die Schiffe, die jetzt hier im Orbit sind, die müssen eben auch noch nachgerüstet werden. Die haben nämlich keinen Schutzschild. Da gehst du auch in den Change-Bildschirm und sagst dann Refit unten rechts den Button. Das sind die Schiffe, die im Orbit sind und das kannst du jetzt eben zu einem neuen Wutz dann ausbauen und kostet halt alles auch die Produktion. Das heißt, ich würde auch Orsa 2 dann noch was machen lassen. Das kostet ja voll viel. Das ist ja das ganze Schiff normal, 551. Das ist viel zu teuer. Nein. Da steht doch Baukosten 551. Ja, aber nur um es erstmalig zu bauen. Mach mal, weh mal aus. Aber ich will es ja nicht erstmal, ich will es ja nur... Nein, du, ja, tust du ja auch nicht. Ah ja, stimmt, da stehen die Borg, okay, alles genau, klar. Genau, genau. Ja. Die würde ich eben höher auf die Prioritätenliste setzen. Genau, okay. Ich wollte eigentlich sagen, dass Orsa 2 auch noch seinen Teil vielleicht übernehmen sollte bei dem Nachrüsten, weil jetzt ist halt alles auf der Produktionsliste von Orsa 1 und solange sind die Schiffe jetzt eben nicht verfügbar. Aber ich hoffe, dass es schnell geht. Brauchst du dir tatsächlich jetzt einen geilen Speer? Ich baue einen Speer, der was kann, ein bisschen, ja. Würde ich aber keine Laserkanone. Ja, ich habe mich auch gerade ehrlich gesagt vertan. dann bauen wir stattdessen nämlich hier. Massenkatapult ist immer noch deine beste Strahlenwaffe. Ja, okay. Ja, gut, das ist doch schon besser. Ja, auf jeden Fall. Ups. Nein. Es ist alles kaputt. Nein, ist alles noch da. Okay, gut. Suchst du jetzt auch? Ja, das
Eichel. Null K in jedem Fall, ja. Hat mir bei dem Bild denselben Gedanken. Ja, wird jetzt ein bisschen dauern, ne? Wie lange? Eins pro. Ja, ja meine eins Güte. Eins pro Nachrüsten. Ja, Hauptsache die Daloks lassen uns in der Zeit in Ruhe. Aber gut, im nächsten Spielzug ist dann ja schon das erste Schiff wieder fertig. Ja. Okay. So viel zu, wir schlagen jetzt zurück. So, erster Wurz ist fertig. Nächster Wurz. Was ist das denn? FutureNet. Ja. Kommen die Antares-Leute aus dem Dimensionsportal, aber irgendwo hin? Ja. Vielleicht auch bei mir? Ja. Möglich. Mikroleichtbau, das ist schon mal super. Das ist super, das hat jetzt auch extrem lange gedauert. Ja. Ein Tipp übrigens, um wenn man Planeten eingenommen hat, um Rebellen schneller zu unterwerfen, ist die Alien-Verwaltung. Ja, das mache ich. Ich habe die Psychologie mir so geholt. Mhm. Genau. So, sehen wir jetzt irgendwo auf der Karte heranpreschende Antaraner? Nein, dann haben wir Glück gehabt, dass die diesmal nicht uns besuchen, sondern wen anders. Die haben auch kein Kolonisierungsschiff. Nee, die zerstören einfach nur. Die sind nur da, um echt zu nerven. Okay. Ach, hier habe ich das Transporterschiff gebaut. Was konnte ich damit jetzt nochmal machen? Da sind eben die Truppen drauf für Bodenkampf. Okay. Das heißt, du kannst einen Planeten nur halt zerstören, also bebomben von außen, wenn du keine Transporter hast. Und besetzen kannst du ihn nur mit Transportern. Okay. Es sei denn, wenn du dich ganz an den Anfang erinnerst, da war in dem Auswahlbildschirm der Rassen auch noch, waren die Illyrianer, das waren diese Frauen. Mhm. Diese Frauen. Und die sind telepathisch und können Planeten sofort besetzen, auch ohne Alien-Verwaltung und sowieso. Beim nächsten Spiel wählst du die einfach aus. Okay. Super. Warum können die das wohl? So, jetzt haben wir... Bürgermeister erreicht die nächste Stufe. Genau, die leveln ab und zu mal auf. Ach, das freut mich aber. Ja. So, jetzt haben wir hier den Transporter. Was haben wir denn so insgesamt? Ja, den kannst du ja auch zum Rest der Flotte nach Ursa schicken. Was ist... Na, hast du noch nicht. So. Was ist bei Ursa jetzt überhaupt schon so fertig? Eigentlich alles, oder? Die bauen, glaube ich, jetzt gerade noch einen Wutz. Aber sie... mit Nachrüsten sind sie durch. Na gut. Achte auf deine Nahrung. Ja, ich wollte nur kurz mal checken, ob es irgendwas bringt. Das ist schon mal gut. Ja, okay. So, du hast jetzt gerade minus 2 Einkommen, wie ich sehe. Und zwar liegt das daran, in dem, was da unter dem Einkommen ist, das sind deine Kommandopunkte. Die Kommandopunkte, nee, darunter, genau, die erhöhen sich eben damit, was du an Sternbasen und sowas da hast. Ja, ja. Und da du im Moment einigermaßen viele Schiffe hast, aber glaube ich nur bei ein, zwei Planeten überhaupt eine Sternenbasis, hast du da eben ein Missverhältnis. Ja. Ich erschrak gerade, dass du mit den Sakra Krieg hast, aber ja, das hast du ja. Nee, den hat mit den Sakra? Ja, genau, weil ach, die Alkari dachte, das sind sie. Ah, ja, ich dachte, genau. Hissa ist der Name von Typen, ja, genau, ja. Mhm. Ja, dann machen wir jetzt einmal erstmal eine Runde weiter. Oh, sie haben ein Schiff geschickt. Guck mal, welches? Eine Fregatte, 4 Zerstörer und ein Schlachtschiff. Ach du Scheiße, Schlachtschiff ist ein großes Ding, ne? Ein Destroyer. Ja, aber hast du ja auch. Nein. Guck mal auf deins. Ah doch, 2 Zerstörer. Ach so, ein Kreuzer. Ja, ich habe kein Schlachtschiff. Das ist doch dieses... Ah, ja, stimmt. Das war mir zu teuer. Ja. Fuck. Kann ich das jetzt ignorieren? Das kannst du ignorieren, weil wenn sie dich angreifen wollen, werden sie dich angreifen. Okay. Ah, sie greifen dich nicht an. Okay. So, du bist leider nicht mehr in der Auswahl. Ja, meine Güte. Ich würde sagen, du enthältst dich. Oder du... Nee, mit Kress bin ich ja zusammen. Ja. Bringt, ist ja nicht schlimm. Ja, kommt ja nicht auf die 2-Drittel-Mehrheit. Das mache ich. Ja. Ist der Schiffskommandant? Ja, ist er. Halt, Stopp hat seine Produktion. Ja, den würde ich halt, wenn dann... Oh, da ist ja noch deiner. Würde ich halt, wenn, dann auf ein besseres Schiff tatsächlich verpflanzen. Also nicht auf das Transportschiff, da geht das, glaube ich, auch gar nicht, sondern eben, wenn, dann auf den Dick.
Im günstigsten Fall würdest du allerdings eben auch mal einen, wie hieß das erste Modell noch? Das 3K? Das heißt Cock. Cock. Cock 3K, also ja. Du solltest vielleicht auch mal einen Cock dann bauen. Ja. Stimmt, das war dein Schlachtschiff, ja. Kann ich mir einfach nicht leisten, ne? Kostet 1200, ich bin einfach vollkommen, ich habe vollkommen fehlgewirtschaftet und stehe am Rande der Existenzvernichtung. Werde aber jetzt diesen, ich muss mal ehrlich sagen, ne, meine Verbündeten hier, ach so, die kämpfen, die verlieren gerade ihren Heimatplaneten. Ja, ich glaube, es sieht gar nicht so gut für sie aus. Du Scheiße. Na gut, ihre Heimatwelt haben sie noch, aber halt die zusätzliche Kolonien haben nicht. Ich meine, was soll ich machen? Ich mache jetzt einen Turn. Jein, du hast gerade einen Nahrungsminus. Ja, aber gut, ich kann auch Schwebebahn, welche. Ja, Schwebebahn ist gerade unterversorgt, ja. Diese Namen. So, schauen wir mal weiter. Ach, Ursa selbst ist auch unterversorgt. Jetzt habe ich plus, die sind abgehauen. Jetzt sind die abgehauen, das stimmt. Sehr gut, jetzt habe ich wieder plus 7 hier. Dann können wir das hier so lassen. Du könntest ihn jetzt auch bei. Du könntest den Alkari dort zu Hilfe kommen, wenn du möchtest. Übrigens, stimmt. Dadurch, dass du eine Allianz mit den Alkari hast, kannst du jetzt eben auch durch deren Raum durchfliegen und wirst dort auch mit Treibstoff versorgt. Das heißt, du hast eine höhere Reichweite. Das ist ja praktisch. Ja. Oh, damit kann ich ja den Gegner ein bisschen absägen. Wenn der sich über mich irgendwo hinbewegt und dann die Allianz aufkündige, sind seine Schiffe da ja gestrandet. Dann werden sie automatisch zurückgeschickt, was dann teilweise, was weiß ich, 12 Spielzüge dauert oder sowas, was natürlich scheiße für die temporär ist, aber sie verlieren ihre Schiffe nicht. Okay, alles klar. Ich überlege gerade, ob ich hier bei Schwebebahn, na gut, dann eh nur so wenige auch. Hier könnte ich, hier brauche ich so nochmal eine Bevölkerung, aber okay, das läuft ja. Mal Krieg? Ich glaube, ich mache jetzt endlich mal Krieg, oder? Aber hier ist ja auch kein Schiff von denen, ne? Der Punkt siehst du ist, ja nicht, weil die ja getarnt sind. Ach so, ich dachte, weil sie meine Buddies sind, würde ich die dann sehen. Ach so, nee, das, so weit geht das Buddy-Tum dann doch nicht. Dann gehe ich mal mit einem dahin. Oder du könntest nach Dira fliegen und ihnen sozusagen den Weg da von. Aber ganz im Ernst, die haben ja eine bessere Flotte als ich. Mhm. Ja, Moment. Also was bringt mir das? Ja, jein. Ich meine, du weißt jetzt nichts über ihre Flotte. Sie sind ja technologisch nicht besonders weit fortgeschritten. Ach so, kann das heißt, sein, sie können größere Schiffe haben, die aber einfach kacke sind und nicht treffen, ne? Ja, dann gehe ich mal. Du könntest. Ach Mist. Würden wir hier kein Let's Play machen, würde ich dir vorschlagen, einfach mal zu speichern und es zu versuchen. Man kann ja immer noch neu laden. Aber nein, nein. Was? Bist du verrückt? Nein! Doch. Um ihnen dann in den Rücken zu fallen? Ja. Ach so. Technologie austauschen, dann kannst du mal sehen, was sie haben. Kreiseldestabilisator. Scheiß haben die. Jägergarnison. Ja, Jägergarnison ist eine gute defensive Einheit, ne? Aber. Tschüss, ihr Wichser. So, aber jetzt habe ich erstmal Ruhe, weißt du? Ja, das, gut, meinetwegen. Ich weiß, du bist, die Spieler sind jetzt enttäuscht, aber. Alles entspannt. Ich ja, muss erst ich meine, hier potenziell ist dieses Let's Play dann ja auch um die 400 Folgen lang. Insofern können wir es uns ja leisten, zeitlich. So, jetzt kann ich hier nämlich erstmal Ruhe meinen Kram sozusagen. Du könntest ein Kolonieschiff bauen und auf Remastered eine Kolonie errichten. Ja, ich baue gerade schon irgendwo eins. Also es ist, irgendwo ist es im. Ach fuck. Irgendwo ist das hier im Dings. Also. Ich muss jetzt wirklich mal ehrlich sagen, es tut mir schon ein bisschen leid, dass du damit nicht gerechnet hast. Okay, du wusstest ja auch nicht so genau, was dann so ein Krieg so mit sich bringt. Remastered hat eben dran glauben müssen, aber wir können es ja neu errichten. Ja, weißt du was? Ich fliege jetzt aber mal meinen Truppen hier rüber, oder? Und dann? Würden die das als kriegerischer Akt aufnehmen? Nö, du bist ja nur bei deinen Verbündeten, den lieben Alkari, zu Gast. Nee, weil ich bin doch, die sind doch noch im Krieg mit den Orangenen, ne? Die Psylons oben? Ja, nee, mit den Gelben sind die im Krieg, ne? Achso, das sind die Trilarianer. Du könntest auf Report klicken hier. Achso, fuck, ja. Und dann eine Rasse auswählen, genau. Oh, mit den Bulrati, Alkari und Clackens im Krieg. Die Clackens sind die lilafarbenen, glaube ich. Ja, sind sie auch. Und das sind die Weißen. Und die Weißen sind hier. Mhm. Mit denen sind wir auch noch im Krieg. Ja, deswegen habe ich halt überlegt, ob ich nicht einfach mal mit denen ganz kackendreist hier rübergehe.
Ach so, weil du ja eh Krieg hast. Ja. Was gibt's denn da so für Planeten? Lohnt sich das? Ach, 3 ja. von 13? Ja, kann man gut haben. Wir können ja mal gucken, was passiert. Ich meine, notfalls kann also, ich da fliehen, ne? Dazu sei gesagt, mit einem Transportschiff reist du eben noch nicht unbedingt sehr viel. Ich würde noch ein, zwei dazu bauen in jedem Fall. Okay. Erstmal wird hier noch ein Wutz gebaut. Dann bauen wir noch ein Transportschiff dazu. Du meinst, es wird ein Wutz errichtet? Ja. Ja. So, jetzt turnen wir mal hier weiter. Mhm. Oh nein. In was ziehen sie dich da rein? Nicht schon wieder. Also ich finde es ganz lustig, muss ich sagen. Du kannst auch ablehnen, denn das Schlimmste, was dir da bevorstehen kann, ist, dass sie die Allianz kündigen. Und ist jetzt ja egal. Ja. Ach, fickt euch doch. Ihr seid mir alle egal. Aber ich meine, ich glaube, sie mögen dich auch immer noch. Ja, wir sind ja immer noch hier. Ja, ja, freundlich und ja. Sowieso. Oh, Nicht-Angriffspakt gibt's auch nicht mehr, glaube ich. Na, da schau an. Naja, egal. Kann man zur Not eben auch mal wieder errichten. Ich gebe einen dicken Wutz darauf. Oh, guck mal, sie spionieren bei dir. Dimensionsportal. Mhm. Alter Schwede. Ja, du könntest ihnen sagen, dass sie das lassen sollen mit der Spionage. Aber er will nicht mit dir reden. Wie kann ich einen Spion machen? Ich bin jetzt wirklich stinksauer. Was ist das hier? Wie kann ich welche bauen? Kannst du bauen. In meinem Brunnen, also, ja? Ja, einfach, was heißt bauen? Ausbilden. Da unter den Schiffen. Die kosten allerdings im Unterhalt auch ordentlich. Könntest es auch einfach gerade auf sich beruhen lassen und bei nächster Gelegenheit, wo der Typ wieder mit dir reden möchte, dann ihm sagen, dass er verdammt nochmal seine Spionage beenden soll. Ja. Übrigens macht es mir gerade ein bisschen Sorgen, was du da an Geldnöten hast. Wie kriege ich... Die Kommandopunkte kannst du erhöhen, indem du überall Sternbasen baust, wo du Planeten hast. Ah, okay. Du könntest eben auch gucken, dass du vielleicht noch irgendwie ein, zwei Handelsverträge schließt mit den Leuten, wo du noch keinen hast. Ich ja. bin gerade nicht ganz sicher. Ja, allgemein höhere Produktion kann eben auch dazu führen, dass du ein bisschen besser geldmäßig dastehst. Und du könntest forschen. Es gibt nämlich eine schöne Forschung namens Planetarische Börse. Börse. Gut, schauen wir jetzt erstmal hier kurz nach, ob ich hier mit irgendjemandem... Mittelfristig könntest du aber erstmal die Steuern erhöhen. Oh, guck, du hast den Kontakt verloren zu diversen Leuten, weil du die Allianz hast aufkündigen lassen. Nee, ach, mit denen... deswegen bin ich so ins Minus, ja stimmt. Mit denen, ja, oh, fuck, du ey. Kannst deren Raum nicht mehr benutzen. Ich kotze ab, ey. Hm, und jetzt? Ich glaube, das geht ihm ein bisschen schnell. Ja. Ja, was soll ich machen, ne? Ich rutsche halt voll ins Minus, ne? Ich könnte Steuern erhöhen. Könntest du. Ja, komm. Bringt dir aber erstmal nicht so viel. Ja, komm, 15 Uhr, ich muss erstmal die Kosten könntest senken. Könntest auch ein bisschen Nahrung zu viel produzieren und dann wird das in Geld umgesetzt. Aber es ist auch so, eine Nahrung ist 1 Million? Ich bin nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Aber kannst ja mal gucken, du siehst dann ja sofort, was das für einen Ausschlag auf das Geld hat. Ich mache es, ich produziere sogar schon über. Ja. Ganz im Ernst, ist egal. So. Ja. Hättest du mal bloß nicht die Allianz aufkündigen lassen, ne? Okay, ich glaube, so langsam mache ich mich nicht beliebter. Ein Schiff der Daleks ist explodiert, sehr schön. Ja, das freut mich. Was du eben machen könntest, wäre... Meine Vorschläge nehmen echt zu. Um dann wieder Kontakt zu den anderen aufnehmen zu können, wäre es vielleicht ganz nice, ein Sternsystem zu erobern. Ja, deswegen baue ich doch gerade ein Schiff. Ja. Ja. Oh, Moment, sie haben das eh verloren, die Sakra. Wo? Du wolltest doch Dauphin angreifen, glaube ich. Unten links eher. Ja. Das haben sie nicht mehr. Nee, ich wollte hier. Nee, Colossa wollte ich. Ah. Das haben sie verloren. Ja. Tatsächlich. Nice. Ja. Kannst ja auch Kolonieschiffe schicken, ne? Ja, ich baue ja gerade noch eins. Also solange es nicht fertig ist, 14 Tage noch, 14 Turns noch. Läuft ja eh nichts, ne? Ja. Im
bedanken sich immer ewig. Die sind sehr demütig. Ja. Boah, vielleicht könntest du die um mal irgendwas ersuchen oder so. Jakob. Ja, was denn? Es hat alles keinen Zweck. Es ist doch alles schlimm hier. Komm schon, ihr Wichser. Oh, du hast doch auch überhaupt keinen Krieg mehr gegen die Sakrai, weil du gar keinen Kontakt mehr zu denen hast. Oh Mann, ey. Oh, was ist das denn hier? Das Menschenschiff? Wir uns mal angucken. Ach du Scheiße. Ein Kolonieschiff nach Sai. Ach, Transporter sind das nur. Ja. Aber eher hierhin, oder? Nee. Die fliegen Sai. Zu ihrem eigenen System, aber es könnte sein, dass sie von da aus eben weiterfliegen. Ja. Okay, das kriegst du jetzt eben auch noch angezeigt, weil du es schon hattest. Mhm. Da gibt es planetarische Börse. Gibt eben. Ja, komm. Super. Ja. Machen wir. Lustigerweise kommt das grundsätzlich irgendwie zu einem Zeitpunkt, auch bei meinen Spielen immer, wo ich gerade das Geld wirklich bitter nötig habe und dann wirklich nur darauf warte, dass ich endlich Börse bauen kann. Dauert aber noch ein paar Spielzüge. So, jetzt können wir hier Seite Kolonie errichten. Hervorragend. Kannst du jetzt leider nicht nochmal umbenennen, aber Schwebebahn 2 ist ja auch schön. Genau, zweite Station, damit kann ich sehr gut leben. Und ich setze nochmal eben hier die Dinger, bevor wir diese Runde dann gleich beenden. Diese Folge. Kampflos beenden. Kampflos beenden. Möchte ich betonen. Ja, nachdem du mich ganz im Ernst, Schlangenzunge, ich hab ruhig Blut bewahrt und habe genau das Richtige getan. Okay. So. Hauptsache, du verschiebst den nächsten ernstzunehmenden Kampf nicht auf so in 50 Folgen oder so. Ich doch nicht. Ich meine, ich habe dich doch auch bei The Swarf meinen sterben lassen. Aber, weißt du, da sieht man's. Du wolltest von Anfang an richtig schön losschlagen und so weiter und komm, hast du mal einen Krieg, sagst du, oh nein, nein, ich verliere ja meine ganzen Kolonien. Ich wollte nicht den Moment zuschlagen, aber es ist, spricht der Bände über deine Beraterqualitäten. Wenn du alles, was ich wollte, ignorierst, alles. Guck mal, Spielmann 2 passt nicht ganz hier rein. Eins passt noch rüber, zwei nicht. Ach, ist das alles bitter. Nett, automatisch formatiert. Wenn du auch mal alles in Caps schreiben musst. Ach, das ist eine reine Höllenveranstaltung hier. Nochmal 5 Nahrung, ja, das bringt doch alles nichts. Oh nein. Hm? Jetzt kommen die Menschen hier rüber auf mein Schwebebahn-Ding. Was ist denn hier los? Aber es ist ein, der will halt eine Kolonie errichten. Ein Zerstörer. Und zwar in Schwebebahn, zeig mal. Nein. Ach, da, wo wir gerade die Kolonie gebaut haben. Ja. Wir beenden die Folge und schauen in der nächsten Folge, was damit wohl los ist. Danke fürs Zugucken. Ciao.